Oculus Rift. Ich suche gerade noch die. Wo ist eigentlich der Trant? Der ist der Trant. Du kennst dich auch aus. Hast du einen Wunsch, was wir jetzt als erstes zeigen? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Deswegen, ja, machen wir Blue Marble. Das ist geil! Ah! Blue Marble. Ja. Hat vielleicht was mit blauen Murmeln zu tun. Was ist Marble? Ne? Ja, Murmeln. Ja, was jetzt? Ja? Native Speaker. Okay, jetzt mal Klappe. Der Budi hat noch nichts gelernt, nichts gesehen, meine ich. Der Budi hat zum allerersten Mal kriegt er jetzt den ganzen Scheiß, aber er hat zwar natürlich jetzt wieder nicht geschafft, sich irgendwie ganz davon fernzuhalten und hat ein bisschen geschmult und geguckt. Aber er kriegt das volle Programm. Das stimmt überhaupt nicht. Und zwar die Oculus Rift Brille. Na, warte, zuerst die, was auch immer, Motorola, whatever, Kopfhörer an. Aha, aha. Genau. Ja, mhm. Ich hab Ödels im Ohr. Damit du das volle Erlebnis hast. Und dann rein in die Matrix. Warte mal gucken, ob die. Also im Matrix-Film sah das ein bisschen cooler aus, nee, so durchs Telefon. Schon wieder alles falsch. Hat keiner die Linsen sauber gemacht. Wo ist denn die Oculus Rift Kiste? Oh, das ist nämlich einfach nur die. Das sind die Okkulte. Ist ja ganz billig eigentlich. Kann ja, man ja selber nachbauen. Super billig. Einfach nur ein Display, was in der Mitte einfach nur ein Plastikknöppel hat, der die beiden Displays abtrennt. Und die Displays, kann man schon mal sagen, haben unglaublich viele Pixelfehler. Also, wenn man sich darauf konzentriert, was schwer genug ist, sieht man überall so kleine Punkte, fehlende Pixel, grüne Pixel, alles mögliche. Aber dazu muss man ja sagen, wir haben nur die SD-Version, ne? Ich habe mich ja mit der nicht befasst. Ja, es gibt ja noch keine HD-Version, ja. Ja, also noch keine, die man so im Laden... Nee, es gibt noch keine. Auf der Gamescom? Ja, das ist die nächstes Jahr rauskommt. Sag genau. Ja, genau. Ich sehe schon das was. Das ist komplizierter, als ich es gedacht habe, weil die Leute alles so durch sind. EVA 1, Select Music, nein, das machen wir nicht. So, Fabrizio Patalini. Viel Spaß einfach. Launch einfach. Ja, Ton hast du? Ja, habe ich. Okay, so. Activating. Wir sehen jetzt das, was... wir sehen jetzt das, was Budi sieht. System ready. Oh, Alter, da unten ist was. Such dir eine Musik aus, hast schon ausgesucht. Okay. Okay, du kannst gar nicht so viel machen. Es geht eher darum, sich dran zu gewöhnen an Virtual Reality und den ganzen Kram. Okay. Oh, fuck. Oh, ich habe schlechte Musik ausgewählt. Es gibt nur zwei Tracks. Sit back and relax and enjoy. Kann ich mich hinsetzen? Ah, oh, okay, alles klar. Du kannst, warte, komm, mach mir so, setz mir dich hin. Sitzt ja eh. Warte, einfach halt, hör auf dich zu bewegen. Ich guck mich nach hinten, das geht, das geht. Oh, fuck. Oh, scheiße, mir ist jetzt schon schwindelig. Ja, das ist, Merkst du, wie dein Helm so nach... Alter Scheiße. Nachgoogelt, ja. Nachbubbelt. Ja. Das ist ein ganz geiles Gefühl, oder? Als ob du wirklich diesen Helm hast. Ich flieg rückwärts durchs All. Tschüss. Das ist die Space Station. Das seht ihr jetzt vielleicht nicht. Doch, wir sehen es. Klar, wir sind ja da drin. Ja, das ist die Erde. Oh, das ist ein Satellit. Den habe ich verpasst. Alter, ist das krass. Ich will es gar nicht sehen, das ist ja voll der Spoiler, ey. Ja, deswegen, ich verstehe nicht, warum ihr alle da sitzt. Das war eigentlich wirklich da ist der Mond. Fokus auf eine Person, die das spielt. Aber dann lass uns das so machen. Ja, aber jetzt haben wir es so angefangen. Das ist, krass. Das ist alles ganz anders, als ich das geplant hatte. Ja, dann holst du dann immer nur den rein, den du gerade brauchst. Ja, aber ihr könnt ja auch was sagen. Wir können ja Budi gleich so ein bisschen. Ich find's geben, krass, oder, ich find's jetzt schon abgefahren. Aber dann ist für euch halt der Effekt so ein bisschen weg. Ja, ja, das macht so viel Sinn. Dann lass uns doch warten. Jeder spielt immer nur ein Spiel. Machen wir so. Ja. Okay? Ja. Weil dann ist es eigentlich okay. Ganz, haben wir alle was. Das ist eben das Satellit. Der Effekt, der hier ist einfach nur geil wegen dem. Da ist die Sonne. Wieso ist das? Ist doch gar keine Sonne, das kann doch gar nicht. Kann das sein? Beschreib doch mal. 52%. Ja, bitte? Beschreib doch mal so ein bisschen, ob sich für dich virtuell. Also im Sitzen ist es wesentlich leichter für mich irgendwie. Ja, ey, fuck, doch. Asteroid, fett. Hallo? Fett, ist da noch einer? Fett. Ja, ey, das, was soll ich sagen? Ich flieg halt durchs All, das ist der fucking Wahnsinn. Alter. Setz dich doch. Die Musik nervt mich. Ich hätte. Alter, der Mond! Ich hätte vielleicht eine andere Musik wählen sollen. Setz dich mal. Setz dich! Danke! Oh, geil, ey. Schön. Jetzt ist aber wirklich nur. Halo hier. Super. Das hört mich ähnlich, gell, wenn ich ihn. Das ist der Nachteil von dem Kopfhörer. Oh Gott, also mir ist jetzt. Also ich merk schon, also mir ist. Ah, fett, Mondfinsternis. Alter, was ist das? Es kommt. Alter! Mondfinsternis ist einfach schwarz. Alter! Das ist einfach nur schwarz. Mond! Was geht? Schwarz! Crash ich auf den Mond? Nein. Wo ist die Sonne? Die muss doch da sein. Alter Asteroiden, ich kotze fett ab. Beschreib doch mal, wie es sich einfach anfühlt. Also ob es realistisch ist oder ob du sagst... Es fühlt sich total abgefahren an. Ich kann es gar nicht erklären. Das ist wie früher in diesen ganz, ganz schlechten Warner Bros. Movie Parks Dingern, wo man auf diesen Sesseln sitzt, die sich bewegen und ein Film fährt ab.
da war man schon geflasht und das in sehr, 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 sehr gut. Wenn sich jetzt noch mal ein Stuhl bewegen würde, dann weiß ich auch nicht. Ich find's krass. Also ich find's einfach, Alter. Ja, du hast es geschafft. Wow, du bist ein Raumfahrer. Willkommen in der Welt der Raumfahrer. Warte, bleib gleich. Ja? Bleib gleich da. Bleib sitzen. Okay. Jetzt mach die Augen zu. Mach die Augen zu, sonst wird dir sofort übel. Ja, ey, das ist schon krass.